Da müsste ich wieder sein. Internet war einfach kurz weg. Wahrscheinlich war die, wie nennt man das, die Lernkampagne zu viel. So. Okay, alles nochmal neu starten. Ich habe schon einen Lobbycode bekommen. Das heißt, die beiden müssten schon im Game sein. Können weitermachen. Zack, zack. Capture Age ist auch da. Oh, da war's. Ja, genau. Ostrich, let's go. Hunnen auf Ostrich gegen Türken. Türken finde ich gut. Hunnen? Ja. Okay. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht einfach Lightcuff durch die Mitte und dann einfach die Geier-Einheiten ignorieren. Apropos Geier-Einheiten, was haben wir denn? Flaming Camels, a lot of legs und Kriegselefanten. So. Okay, jetzt muss wieder alles laufen. Yes. Okay, Tama in Blau mit den Hunden. Scoutet. Scoutet auch mal rüber. Oh, und Chillen ist schon auf der anderen Seite. Was? What? De was? Jetzt haut er da drauf. Nee, warte, Chillen ist bei seiner Seite, aber haut trotzdem da drauf. Ich muss mich erstmal wieder beruhigen hier. Es wird ja auch noch gelamed. Okay. Dann wird doch nicht gelamed. Wird nur versteckt. Chain scoutet noch gar nicht. Die Schafis werden wahrscheinlich wieder gefunden werden, aber nein. Cast a Curse. Und dann sehen wir Kaff Archer gegen Kaff Archer am Ende. Hunnische gegen Türkische. So, das Iron Boar ist hier. Iron Boar von Tama ist hier. Und bis auf die Flaming Camels und die Alpakas. Boah, das ist schon stark. Also die Alpakas sind schon eklig. Gerade hier auf Seiten von Tama. Das könnte gefährlich werden. Chillen hat es da deutlich einfacher. Könnt ihr mit einem Castle Drop schon richtig viele Ressourcen zugänglich machen. Also, schöne Seite für ihn. Und wir haben oft gesehen, dass es hier im Norden einfach abgeht mit den Fights. Keine Early Wards bis jetzt. Hier die Schafe wurden auch noch nicht weggezogen. Die bleiben da einfach. Es gibt genügend Platz für beide Spieler hier ihre Häfen zu setzen. Auch die Stelle richtig schön für den Hafen. Auch die hier. Sehr effizient wäre das hier für Chillen. Tama probiert es hier. Hat dann schon den Hafen früher ab als ihr Gegner. Ich weiß auch gar nicht, ob Chillen hier großartig auf Wasser gehen will. Loom ist drauf. Aber der Villager wehrt sich noch nicht. Und der zweite Wolf hat auch angelegt, zusammen mit dem Wildschwein. Let's go! Der Scout muss helfen, wie so oft hier auf der Map. Kehrt. Chillen, ganz gut gemacht. Auf der anderen Seite gleiches Szenario, mehr oder weniger. Aber die beiden spielen die Map ganz gut. Tama ein bisschen mehr hier mit dem Fisch. Scoutet auch die Map hier mit dem König. Hat ja relativ schwierigen Wasserzugang, muss hier runter. Hier sich vorbeizuschleichen wird schwierig, aber da geht es ja nochmal
ein Durchgang, eine schöne Landzunge auch hier. Oh, wenn du hier zwei Häfen hinsetzt, einmal hier, könnte vielleicht sogar zu sein. Dann hat man hier diesen Pont. Das wäre krass. Die Wall von Tama gefällt mir sehr gut. Da oben dicht zu sein ist einfach sehr, sehr schön. Hafen jetzt auch von Chillen. Bewacht das Ganze mit seinem Scout. Und er holt das Iron Boar. Nein, erstmal das normale Boar nochmal. Tama hat auch nochmal ein normales Boar auf der anderen Seite. Aber ich freue mich schon auf die Iron Boars, wenn sie denn geholt werden. Lumber Camp hier so angesiedelt von Chillen, dass es schnell einen Overchop gibt. Atama eher ein bisschen defensiver Richtung Mitte, was auch ein guter Move sein kann. Auch keine Fernkampfeinheiten hier jetzt in der Mitte. Keine Shakatsus oder Sturmtruppen hier. Weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Diese Laser Boys. Die gibt es auf jeden Fall nicht. Barracks jetzt hier, vielleicht auch als Teil einer Wall. Erstes Fishing Ship kommt raus für Chillen, wenn Tama jetzt hier schon auf dem vierten gleich ist. Läuft es relativ gut, aber Chillen ein bisschen früher in Feudal Age. Was macht Tama hier mit der Villagerin? Kommt da noch ein zweiter Hafen? Oh, ich muss mein Originalspiel nochmal muten, sonst sehen wir hier die Angriffssignale nochmal ein bisschen früher als gedacht. So, jetzt hört man nichts mehr, auch die Musik ist weg. Das ist das Iron Boar. So, jetzt resettet das Ganze wieder mehr oder weniger. Jetzt muss man es nochmal anhitten. Chillen hat das Iron Boar noch. Und chillen mit Wasser-Aggro. Und das wird eklig für Tama, die jetzt hier wirklich, ja, mit dem zweiten Hafen wahrscheinlich hier schon gewinnen will auf Dauer. Aber ja, auch chillen mit dem zweiten Hafen. Bin gespannt, ob da ein paar Fischerboote fallen. Lässt sich wahrscheinlich kaum vermeiden gegen eine Fire Galley. Und auch der Scout wird reinkommen, wenn da nicht nachgewollt wird. Tama ist halt noch beschäftigt mit dem Iron Boar. Schwieriger Zeitpunkt gerade, das Ding reinzuholen hier, kurz nach Feudal. Aber sollte sich lohnen für sie. Da gibt es noch einen Gaia Rip. Und jetzt bloß nicht abschießen mit dem TC. Ja, aber das ist passiert. Und jetzt war alles für die Katze. Schade. Und da vorne gibt es auch Gebrutzel schon auf dem Wasser. Schwieriger Start für Tama. Muss jetzt hier wirklich sich auf Wasser konzentrieren, das mit dem Boar am besten so schnell wie möglich vergessen. Sich nicht drüber ärgern, ist noch alles drin. Aber man braucht natürlich auch Goldressourcen jetzt hier, um militärisch erstmal gegenhalten zu können. Tama geht schon auf Gold mit zwei Stück. Der Chillen ist aber hier schon verstärkt auf Holz und Gold und ja. Wird wahrscheinlich hier Wasser gewinnen, wenn er da ein Auge drauf hat. Genau, Demo Raft kommt auch schon. Vorsorglich wahrscheinlich. Hat hier die ganze Fisch-Eco von Tama schon besiegt. Hat hier ein Loch schon reingeklopft in die Palisade. Und damit ist Tama hier natürlich auch offen, später vielleicht mit türkischen Speeren hier reinzugehen. Wäre eine gute Idee. Bin mal gespannt, ob er sowas auf dem Schirm hat. Dem Iron Boar legt er sich noch nicht an. Tama edit Felder, finde ich gut. Sie weiß, dass es knapp wird. Auf Wasser, ja. Ihr Scout ist da unten noch im Westen. Und das macht schön richtig gut hier. Verteilt seine Boote. Demoref droht so mit der Präsenz. Der Zerstörer ist da vor den Küsten der Hunnen. Eieiei. Und der Overchop hier geht echt schnell.
Das wird ja eklig. Da ist ja bald ein Tower angebracht, wenn es so weitergeht. Mill jetzt auch von chillen. Der will nicht ganz auf Wasser-Eco committen. So wie es aussieht. Tama kann natürlich hier weiter anfangen zu fischen. Ah doch, queued jetzt auch in beiden Häfen nochmal ein paar Boote ein. Und ob die Schmiede hochgeht und da lange bestehen bleibt, ich weiß es nicht. Angehittet wird sie schon mal, ja. So, jetzt kommt der Gegenschlag. Chillen merkt sie jetzt. Boah, das Demo Raft hat nur ein Boot erwischt, aber ist natürlich trotzdem stark hier. Chillen wird die ganze Armee ziemlich billig clearen können. Micro hier auch nochmal weg. Und das ist sehr, sehr teuer für Tama jetzt alles. Der Stress wird einfach weitergehen. Auch diese Fire Galley, wenn die nicht abgebrochen wird, ist hier ja zum Untergang. Verdammt, wenn man das über Boote so sagen kann. Erster Hafen fällt. Und es wird weiter geknuspert hier. Chill macht es gut. Villager-mäßig einfach hier jetzt im Vorteil, militärisch im Vorteil. Hat einen richtig starken Lead auch in den Ressourcen. Da muss Tama sich jetzt irgendwie was einfallen lassen. Mit den Hunden. Auch kein Demo-Raft hier. Wieder eine Feuergaläre, die nochmal sterben wird gegen die vier gegnerischen Boote. Chillen kann ja weiter Fishing Chips produzieren. Da kommt auch das nächste raus. Der Hafen tankt. Chillen ist aber wachsam. Micro hier um. Macht einen Fokus-Switch hier. Hat aber seinen König noch an der frischen Luft, ne? Und darum geht's. Wenn Tama hier zum Snipe ansetzt, vielleicht selber mit Lightcuff, gibt es da noch eine Chance hier, auf jeden Fall. Aber so an sich, ne, chillen, kurz davor, Castle Edge zu klicken, das wird richtig happig. Hier nochmal das Ruder rumzureißen. Auch die Scouts der Türken werden schon mal produziert. Er kann ja immer wieder rein, weil er einfach die Wasserkontrolle hat. Also eine Wall hier zum Kartenrand muss jetzt kommen, wenn man da irgendwie im Norden halten will. Und wenn die Schmiede abgerissen wird, bevor man überhaupt Castle Edge klicken muss, dann braucht man ja eine neue Schmiede. Das ist auch nochmal super eklig. Da unten der Markt wird nicht mehr ganz fertig gebaut. Es ist viel los. Das ist super eklig für Tama. Castle Edge Click von Chillen. Und die Scouts kommen jetzt rein, verhindern auch die Barracks. Damit kann man sich nicht wehren gegen die Scouts. Markt wird fertiggestellt zum Glück. Aber jetzt fehlt immer noch ein Gebäude. Und da geht's an die nächsten Eco-Kills. Angeknusperte Villager waren ja auf dem Feld. Zwei Eco-Kills. Und Chillen hat auch bald einen direkten Zugang rüber. Also selbst wenn Tama hier zuwallt. Oh, der Scout legt hier auf den King an. Uiuiuiui. Knapp. King ist natürlich schnell auf den Beinen. Aber was machen als Tama jetzt? Huch, wird geschrieben, ja. Schmiede hat sie gebaut. Kann damit klicken. Und der Stable direkt auf die andere Seite rüber. Schön, dass Chillen hier seine Map-Präsenz, seine Map-Control so gut ausspielt. Oh, da unten gibt es nochmal Stress. Auch fies von den Lomis, dass er immer zwei Wölfe im Paar spawnen lässt. Aber gute Idee, dass Tama hier jetzt unten was probiert.
Automatisches Lightgov-Upgrade der Türken ist hier drauf. Da haben wir versucht, weiterhin sneaky irgendwie die Barracks hochzuziehen. Aber das wird natürlich sehr, sehr schwer hier. Zweites DC. Barrick will einfach nicht hochgehen hier. Eieiei. So, was hat Tama vor? Nimmt den König mit. Rückzug Richtung Süden. Und wie gesagt, ist halt hier der Kavallerie der Türken hilflos ausgeliefert. Chillen, nicht ganz so wach hier gerade, lässt die ganze Karawane ziehen. Castle Edgewood reinkommen und ich kann mir vorstellen, dass Tama versucht, hier unten sich irgendwie einzuwallen oder so. Und da zu boomen. Ihre Woodline lebt sehr gefährlich, da auch nochmal 9 Villager. Und jetzt müssen hier die Walls kommen. Ja, Tama opfert eine Hälfte ihrer Einheiten. Ist immer ein schöner Move in solchen Verfolgungsjagden, das zu tun. Aber dann bitte auch hier nachwallen. Sehr, sehr schmerzhaft alles. Wird versucht, vielleicht die gegnerische Armee in die Gaia-Einheiten zu locken. Die Woodline wird geklärt. 27 gegen 47, Villager. Eieiei. Ich sehe leider nichts mehr. Ich sehe nichts. Verpasse ich irgendwas? Tama versucht's. Wird natürlich auch nicht den Löffel so schnell abgeben. Nicht an Chillen. Wird hier weiter auf Wasser gegangen. Chillen wusste ja jetzt eigentlich, oder hat's wahrscheinlich schon gesehen, wohin die Villager gehen. Ja, der sucht auch hier weiter. Wird es gleich entdecken. Muss dann einfach nur schnell schalten, da seine Knights hinschicken. Dann gibt es hier leider nicht mehr viel zu holen. Also der Anfang von Tama hat mir wirklich sehr gut gefallen. Früher Hafen, schön gewallt, aber dann auf Wasser natürlich die Kontrolle irgendwie verloren und mit dem Bohr gleichzeitig wurde es natürlich auch nicht einfacher. Ich denke, das hat den großen Unterschied gemacht. Iron Bohr, echt ein gefährliches Unterfangen. Und das macht doch Spaß, wenn man chillen ist, ne? Kaserne geht diesmal ab. Aber gegen Knights. Dem Stadium. Genau, chillen zieht zurück. Opfert jetzt nicht seine Einheiten hier unterm TC. Tama selber mit einem Stable. Verliert hier immer wieder Villager am Start TC, die natürlich auskortiert werden an die Knight-Masse. Wäre jetzt doch lustig, wenn Tama hier einfach ein Knight produziert, dann darüber rennt und den King hier wegballert. Das würde ich mir jetzt wünschen. Ich meine, wenn man eh nichts zu verlieren hat, wieso nicht einfach probieren? Und ich glaube, wir nähern uns dieser ich habe eh nichts mehr zu verlieren Zeit. Das Start-TC-Feld, die ganze Felder-Eco hier könnte be belegt werden von den türkischen Arbeitern hier, die rüberlaufen. Vielleicht hier mal eine Mill. Das wäre schon ein Statement. Da kommen die Spears zur Verteidigung. Und Knights. Knights, die jetzt hoffentlich zum Snipe ansetzen. Ja! Oh Gott! Do it! Sie macht's ja wirklich! Ist ja geil. Drauf. Das wäre so geil. Das wäre so nice, wenn jetzt. Wenn sie einfach guckt, nur noch auf ihre zwei Knights. Irgendwie bei Chillen hier die Glocke bimmelt wegen den zwei Peaks-Männern hier.
Das wäre. Oh Gott, sie macht's halt. Darum geht's. Aber auch hier ist der King drin. Oh, da ist der King drin. Da ist er. Versteckt sich in der Woodline. Tama reitet vorbei, leider. Und der King wird geschnetzelt. Von Chillen. GG. Oh, schöner Versuch. Hier wäre offen. Da steht er. Guckt sich ein Haus an. 2 zu 0 für Chillen auf Ostrich hier jetzt. Aber schöner Versuch. Das wäre so geil, wenn es geklappt hätte. Schade. Aber großen Respekt, das nochmal unter all dem Druck hier auf dem Schirm zu haben als Tama. Schmerzhaftes Game für sie. Aber Glückwunsch an Chillen. Also, der hat sich auch richtig gut gemacht hier. Wird immer stärker. Hat Bock. Das kann sich sehen lassen. Genau. GG, Chillen, Glückwunsch zum Sieg. Weiß nicht, ob du das jetzt noch gesehen hast hier am Ende. Die Knights in deiner Basis. Ich denke schon. Tama war nochmal gefährlich und hat's versucht. Schöner Move. Dann, genau, mach hier einen Cut. Termine für morgen haben wir schon durchgegeben. Vielleicht mal dann einen Gobotcast. Einmal Ostrich. Was heißt einmal Ostrich? Einmal Ostrich gespielt? Erstes Mal, ja. Ja, war doch gut. Kann sich sehen lassen. Sehr schön. Okay, dann danke ich fürs Zugucken und sorry für den Internetabbruch, aber na, kann ich auch nicht viel machen. War halt auf einmal weg. Gibt's halt zwei VODs auf YouTube. So, dann schönen Abend noch. Danke fürs Casten. Ja, danke fürs Spielen. Und bis die Tage, liebe Leute. Ciao, Tama. Schönen Abend, Didis.